Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Squadrons. Wir sprechen gleich mal mit Kyo. Ardo hat mich gefragt, ob ich einen Weg durch das Titanminenfeld finden kann. Aber egal für welchen Weg wir uns entscheiden, wir würden die Flotte garantiert verlieren. Also hat sich der Commander für Ardos zweite Wahl entschieden. Wir fliegen in den Ringali-Nebel, wo es keine Langstreckenkommunikation gibt und die Sensoren nutzlos sind. Es ist riskant, aber besser als die garantierte Vernichtung. Als uns die Raketen bei der Werft getroffen haben, war ich mir sicher, dass das Ende der Temperance ist. Wir hatten volle Schilde und sie haben uns trotzdem fast in Stücke gerissen. Aber Tyrissa und die Titanstaffel verfolgten uns, statt Nadiri komplett auszulöschen. Das ist alles, was zählt. Unsere nächsten Schritte sind unklar, wie in einem Nebel. Gehen wir zum Besprechungsraum. Wir werden uns ja auch einem Nebel nähern, meine Liebste. Also, kommst du darauf? So, ab in die Besprechung. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Besprechung. Lass es mich offen sagen, Vanguard-Staffel. Wir stecken in Schwierigkeiten. Die Overseer folgt uns. Imperiale Verstärkung will uns den Weg abschneiden. Wir können uns unmöglich gegen sie verteidigen. Wir müssen ein Notsignal an unsere Verbündeten der Neuen Republik senden und hoffen, dass sie uns helfen können. Allerdings sind wir verwundet und in der Unterzahl. Außerdem stört der Ringali-Nebel bereits jetzt unsere Langstreckenkommunikation. General Syndulla hat eine alte Sendezentrale ausfindig gemacht, die einst um einen nahen Mond namens Galitan kreiste. Wenn wir die Sendezentrale von Galitan reparieren, können wir damit ein Notsignal an Streitkräfte außerhalb des Nebels senden. Chefmechanikerin Zerelda Sage wird dazu ein Reparaturteam anführen. Außerdem wird sie Satelliten in der Nähe orten, um unser Notsignal zu verstärken. Je mehr aktive Satelliten wir haben, desto stärker wird unser Signal sein. Aber das weiß Tyrissa sicherlich auch. Einige Satelliten können wir verlieren, aber je mehr wir am Laufen haben, desto schneller können wir in Chandrilla Hilfe anfordern. Die imperialen Jäger dürfen auf keinen Fall die Sendezentrale zerstören. Ohne die überleben wir nicht. Beschützt Zerelda und die Satelliten. Ich fordere Hilfe an, sobald das Signal stark genug ist. Okay. Danach können wir nur noch warten. Und hoffen. Okay, das war jetzt Ironie. Ich kannte den Text nicht. Das war genau das Gleiche. Als ich das Imperium verlassen habe, wollte ich ihre Moralvorstellungen hinter mir lassen. Der Kern der imperialen Doktrin ist die Überzeugung, dass das, was man tut, richtig ist. Zweifel sind gleichbedeutend mit Ungehorsam. Jetzt weiß ich, dass man Entscheidungen mit reinem Herzen abwägen und sich fragen muss, was man noch tun kann, tun sollte. Für die, die anführen, sind Zweifel nötig. Projekt Starhawk ist die Hoffnung einer gesamten Galaxis. Das ist wichtiger als wir alle. Ich weiß, dass ihr lieber den Starhawk verteidigen würdet, aber am ehesten überlebt das Projekt, wenn wir die Sendezentrale reaktivieren. Viel Glück. Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuschen werdet. Okay, okay. Oh, ich habe ein Gespräch vergessen. Stopp. Ardo und Hera. Wir werden Erfolg haben. Die Vanguard-Staffel hat zuvor bereits bewiesen, dass sie gefährliche Missionen mit Bravour meistern kann. Ein tödlicher Nebel auf der einen, ein auseinanderbrechender Mond auf der anderen Seite. Wir können uns keine Fehltritte erlauben. Wenn der Plan nicht funktioniert, fällt uns sicherlich etwas Drastischeres ein. Du kennst mich, Ardo. Irgendeinen Weg gibt es immer. Keine Sorge, General. Dessen bin ich mir bewusst. Ich wollte nur zur Sprache bringen, dass meine Crew den Druck spürt. Ist notiert, aber ich vertraue meinen Leuten, also auch dir, und ich weiß, dass ihr es schafft. Tja, wenn das alles so einfach ist. Jetzt nicht. Wenn das alles nur so einfach wäre. Die anderen sind auch gut dabei. Oh, hier kann man mit vielen sprechen. Dann erstmal Gunny, von rechts nach links. Hör mal, ich weiß, dass es scheint, als wäre alles verloren. Aber wir haben dem Tod schon unzählige Male ins Auge geblickt. In einem Nebel gestrandet zu sein, ist doch nichts. Wir haben den Savianischen Abyss überlebt. Eine imperiale Flotte ist hinter uns her. Na und? Wenn sie uns aufhalten könnten, hätten sie es bereits getan. Wir sind im Krieg. Kein Problem, dem wir begegnen, ist leicht zu lösen. Deswegen hat die Neue Republik uns mit dieser Mission betraut. Die Vanguard-Staffel. Egal, wie schwierig es auch wird, wie aussichtslos es scheint oder wie erschöpft wir sind. Vanguards geben niemals auf. Und jetzt zeigen wir es ihnen.
Joho. Was hast du denn zu sagen, Frisk? Frisk. Weißt du, nach Endor war ich mir nicht sicher, ob ich zur neuen Republik gehören möchte. Ich habe gut gekämpft und konnte so mein Kopfgeld loswerden. Es gab keinen Grund, ein Legaler zu werden. Eigentlich wollte ich nur meine Kohle und mein altes Leben weiterführen. Grace war es, die meine Meinung geändert hat. An dem Tag, an dem ich gehen wollte, hat sie mir etwas gesagt, das ich nie vergessen werde. Sie sagte, ich werde dich vermissen, Frisk. Zu Hause auf Dosh habe ich mich nie gut mit meinem Clan verstanden. Du bist so laut, Frisk. Warum gehst du nicht gerne jagen, Frisk? Sobald ich fliegen konnte, habe ich mich vom Acker gemacht. Bin meinen eigenen Weg gegangen, bis ich auf Vanguard traf. Das Einzige, was mehr Spaß macht, als das Imperium zu ärgern, ist das Fliegen mit meinen Vanguards. Ich hätte aber nie gedacht, dass es ihnen genauso geht. Worauf ich hinaus will, ist, egal ob es um Leben und Tod geht oder wir nur einem Trandoshaner das Gefühl geben, zu Hause zu sein. Vanguard packt das. Ja, die Lage sieht nicht gut aus. Aber wenn Vanguard gemeinsam fliegt, gibt es nichts, was wir nicht schaffen. Vor allem, wenn du dabei bist. Und wenn wir scheitern, dann scheitern wir wenigstens gemeinsam. Und niemand wird es je erfahren, weil wir alle tot sein werden. Ist auch irgendwie ein Sieg, wenn du mich fragst. Ich bin soweit, wenn du es bist. Abfahrt. Dann reden wir noch hier mit Zerelda, der unser Schiff wartet. Du hast einen U-Flügler und das ist gut für mich. Ich werde alle Unterstützung brauchen, die ich kriegen kann. Während meiner Jahre auf der Temperance bin ich nie selbst eine Mission geflogen. Ich habe nur repariert, was zurückkam. Ich gebe zu, dass ich nervös bin, Angst habe. Aber ich habe gesehen, was du und Vanguard gemeinsam erreichen können. Ich bin bereit. Ich werde euch nicht enttäuschen. Okay, jetzt heute U-Flügler. U-Flügler sorgen für ihre Staffel. Sie sind hilfreiche Jäger mit Fokus auf der Deaktivierung feindlicher Jäger und dem Unterstützen der Staffel. Okay, was haben die denn? Ionenkanone. Okay. Automatische Zielerfassungskanone. Okay, und was ist das da? Eine Leiter verursacht guten Schaden als Double-Feuerrate. Also, ich würde jetzt mal den hier nehmen: taktischen Schild. Zielautomatisch. Okay, gut. Das kennen wir ja. Das kennen wir. Oh, Schwungkraft, Partikelexplosion. Okay. Max Schilde, maximale Gesundheit. Maximale Gesundheit, bestimmte Wendigkeit. Ich würde bei dem jetzt erstmal alles lassen. Es ist halt auch nicht mein Lieblings. Er wird wahrscheinlich nicht mein Lieblingskollege werden. So wie es immer ist. Aber wir haben einen taktischen Geschützturm. Wenn wir den ausfahren, dann schießt er schön nach hinten. We try. Und Abflug. Also ich bin mit den Unterstützern eh nie zufrieden gewesen, weil mir das Zielen also furchtbar schwer fällt. Wyving war bisher mein Lieblings. Wird er gerade befeuert schon? Okay, Vanguard. Die Sendezentrale ist in der Nähe. Hoffentlich ist sie noch in einem Stück. Seht nur, was der Nebel mit dem Mond angerichtet hat. Er könnte unsere Schiffe übel zurichten. Naja, wenigstens stecken wir nicht im savianischen Abyss. Oder tot im Minenfeld. Zerelda versteht mich. Okay, wir haben auch ein Schild. Oh, endlich mal. Oh, oh, da hinten. Wir werden gleich richtig schön in Stress kommen. Okay, Zerelda, pass auf dich. Aua! Was war denn das gerade? Die haben sich eben schon getroffen. Das ist unsere Sendezentrale. Beginne mit dem Unlock-Prozess. Das alte Wrack ist im Handumdrehen wieder flott. Mhm. Erledigen wir das, bevor das Imperium bemerkt, dass wir hier sind. Mir schlottern schon die Knie. Du bist nicht nervös? Ich habe so oft miterlebt, wie die Vanguard-Staffel zu Missionen aufgebrochen ist. Warum soll ich mir Sorgen machen? Mhm. T ist auf Verbündete anziehen, okay. Alles klar.
Vanguard, ich bin drin. Was für ein Chaos. Bleib wachsam, während ich mich an die Arbeit mache. Okay. Hey, die Sinnezentrale funktioniert scheinbar. Es funktioniert, aber das System ist ein Desaster. Es dauert, bis alle Kommunikationssatelliten wieder online sind. Mhm. Beeilung! Thais sind unterwegs. Ich glaube, das Imperium weiß, haben wir schon gedacht. Geschützminen. Du kannst in der Nähe deines Ziels das, Geschützminen aufstellen. Sie fahren automatisch Laser auf Feinde in der Nähe ab, bis ihnen die Energie ausgeht. Das ist meine. Der Feind hat mich im Visier! Auf geht's. So. Abfahrt. Die sind aber voll gegengeflogen jetzt hier. Hammer. Schild. Der Schild sollte dich am Leben halten. Aber klar. Da vorne. Danke für die Rückendeckung. Danke. Die Satelliten sind fast aktiv. Alles klar. Da hinten. Da kommt ein ganzes Team auf uns zu. Bombardieren Sie unsere Position. Ab. Das Leben gerettet. Ich versuche gerade zumindest ein bisschen da ruhig zu kriegen. Alles wieder im Lot. Erhöhe dein Schild. Sehr schön. Okay. Oh ja, da wird er aber ordentlich angebumst. Wo ist er denn? So. Viel Spaß, machst du kaputt. Und Abflug. Ich kann sie auch zerstören, aber es dauert wesentlich länger. Soli. Ach Mist, hätte ein bisschen besser sein können. Oh ja. Und Abfahrt. Und da Abfahrt. Du bist jetzt sicher. Hier bin ich. Na, komm. Ja. Kurzer Treffer. Den kriegt er. Das war der letzte Teil. Wir werden gewiss mit Verstärkung zurückkommen. Okay. Gut aufgepasst, Team. Sehr gut hinbekommen. Es ist wirklich unglaublich, wie gut ihr zusammenarbeitet. Ja, glaub mal. Geschafft. Alle Satelliten sind jetzt aktiv. Passt gut auf sie auf. Je mehr wir haben, desto stärker unser Notsignal. Okay, wir brauchen halt ein bisschen. Wir brauchen Zeit, damit die Satelliten unser Signal verstärken können. Dann kann ich den Notruf an die neue Republik schicken. Wir halten sie von den Kommunikationssatelliten fern. Genau. Wenn wir so alle verlieren, dann sind auch wir verloren. Ja, das kann ich mir glauben. Also, haltet das Imperium von den Satelliten fern. Na? Weitere Teile sind im Anflug. Hier ist ein Schild. Ich sichere gerade alles ab. Sie haben Teilbomber geschickt. Das ist gar nicht gut.
Oh ja. Aua. Lass das Imperium nicht in die Nähe des Satelliten. Okay. Wo seid ihr, Schützin? Da unten irgendwo. Uiuiuiuiuiui. Satellit 2 braucht Hilfe. Das ist ganz schön unhöflich. Abmarsch. Satellit 2. Okay. Oh, Satellit 1 wird noch krasser befeuert. Okay. Wow, 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 wow. Da sind wir doch gerade, Rudi. Jo, Abflug. Jo, Ionen sind sehr nützlich, gerade wenn ich dann die... Oh fuck. Ist safe. Oh fuck. Einmal umdrehen. Und hier direkt davor was abballern. Wow, das ist echt nicht einfach. Passt. Oh ja, der hat sich als gut erwiesen. Soli, Abfahrt. Kommunikationssatellit 1. Okay. Hab ich den gerade abgeschossen? Nee, kann nicht sein. Kommunikationssatellit 2 ist auch ein bisschen unter Feuer. Wow, 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 wow. Hier, Abflug. Den hast du gleich. Ach, fast hätten wir den. Satellit Nummer 1 ist halt am härtesten unter Feuer. Was? Ich habe deinen Schild verstärkt. Also, vom Satellit. Ja, ich. Uff. Der Einser, ne? Eins, 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 leider nicht, aber dafür haben wir das da. Und Abflug. Oh mein Gott. Der macht einen Abflug. Oh ja. Macht den nass. Macht den Udo nass. Ich habe zwei von denen. Was? Ein imperiales Störschiff ist gerade eingetroffen. Huch. Ich war jetzt zu Ende. Wie kann das denn sein? Okay.
Ja, der kann mich schützen währenddessen. Der müsste ausfallen. Ich kann halt nicht viel machen. Könnt ihr einfach mal richtig einen weghauen, danke. Okay. Raumschiff vernichtet. Sehr schön. Und die Teils haben sich zurückgezogen. Volle Kanüle. Ihre Verstärkung sucht das weite Fort. Arbeit hier ist wohl erledigt. Haben wir gut hinbekommen. Alter. Also, wenn man halt nichts hat außer Ionen. Es ist halt echt nicht einfach. Hier spricht Commander James. Wir befinden uns im Ringali-Nebel und bitten dringend um Hilfe. Danke, Zerelda. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Allerdings. Kommen wir wieder mit dem da. Wir gruppieren uns mit Zerelda neu und kehren zu ihnen zurück. Okay, die Temperance ist auf dem Weg zur anderen Seite des Mondes. Wir treffen uns dort. Wir melden, wir sammeln uns. Wo ist der Starhawk? War schwerer beschädigt als gedacht. General Syndulla hat das Personal auf die Temperance evakuiert. Oh nein. Und wir sammeln uns. Wir können ihn nicht zurücklassen. Den Prototypen können wir verlieren, aber nicht die, die an ihm gearbeitet haben. Helfen Sie bei der Flucht. Wie, Boss? Der Hyperantrieb der Temperance ist im Eimer. Sie arbeiten daran. Keine Sorge. Die Zeit wird ausreichen. Oh oh. Was hat er vor? Freunde. Vor Jahren hat mich die Rebellion mit offenen Armen empfangen. Heute ist es eine Ehre, mich dem Kampf anzuschließen. Sir, Sie werden... Hab Vertrauen, Kyo. Wenn jemand Theresas Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, dann ich. Ich brauche Sie, um die Verteidiger anzuführen. Die Zukunft von Projekt Starhawk und der neuen Republik liegt in Ihren Händen. Bei allem Respekt, Sir, Sie werden da draußen keine Sekunde lang durchhalten. Das stimmt, aber dank Ihnen konnte ich zum Glück Hilfe anfordern. Commander James, hier spricht die Abbotsstaffel. Wir haben Sie empfangen und sind hier, um zu helfen. Viel Glück, Vanguard. Möge die Macht mit euch sein. Okay, wir sind optisch aufgrund deiner harten Arbeit über Gallitan wurde die Kommunikation wiederhergestellt. Commander Linden, Jason, General Harris und Dola können nun Verstärkung von der neuen Republik anfordern. Hoffentlich schaffen sie es rechtzeitig her. Die war ja schon da. Gleich wird's scheppern, würde ich sagen. Oh. Da bist du ja. Habe ich nicht erwartet. Ohne Mist. Als ich Polizist auf Parkella war, musste ich mich mit Papierkram rumschlagen, nur um einen Betrüger- oder Sklavenhändler-Ding festzumachen. Leute, die eindeutig schuldig waren. Ich habe mich dem Imperium angeschlossen, weil ich so für das wirklich Wichtige sorgen kann. Gerechtigkeit in der Galaxis. Einen Teil zu fliegen ist gefährlicher als Verbrecher zu jagen. Jedes Mal, wenn ich den Hangar verlasse, weiß ich, dass es mein letztes Mal sein könnte. Aber ich kehre immer zurück.
Ich bin Diskussionen über die Moralität des Imperiums leid. Sogar Piloten stellen das Imperium in Frage. Sie zweifeln an unseren Methoden, doch sie vergessen dabei stets eine Kleinigkeit. Es ist ganz einfach. Wir sind stark. Also bestimmen wir, was richtig und was falsch ist. Wenn du da draußen bist, darfst du nie vergessen, dass du darüber entscheidest, wer lebt und wer stirbt. Diese Stärke hast du dir verdient. Los jetzt. Unser Captain wartet. Okay. Ich würde sagen, ich wollte eigentlich das in der nächsten Folge machen, hab's aber schon zu schnell geklickt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.